Hallo und willkommen zurück zum nächsten Part meines Let's Plays Silent Hill for the Room. Wir haben hier nur einen kurzen Abstecher in unser Apartment gemacht und gehen jetzt auch direkt wieder in das Loch. Wie wir im letzten Part festgestellt haben, sind wir ja im Krankenhaus gelandet. Und in mir keimt die Hoffnung auf, Eileen zu finden. Vielleicht sogar lebendig. Ach so, und vorher wollte ich noch mal zap zap. Und weiter geht's. Hier hinten befand sich noch ein Treppenhaus, da gehen wir jetzt hin. Die Treppe hinauf, vielleicht liegt hier ja noch was. Nö, nix. Naja, Gott sei Dank. Der Henry muss für mich laufen. Ich sitze hier gemütlich in meinem Sessel und gucke Henry beim Hin- und Herlaufen zu. So, hier finden wir auch nichts. So. Oh ja, hier haben wir jetzt viele, viele, viele Räume. Guck mal hier. Der Aufzug muss auf einem anderen Stockwerk sein. Ich muss die Taste auf der rechten Seite drücken, um sie zu rufen. Damit ruft man wahrscheinlich den Aufzug. Soll ich die Taste drücken? Wir drücken sie mal. Was für eine Sauerei. Blöde Kuh, wartet die hier auf mich? Ich glaub's ja nicht. Alles mit Aufnahme der Auf-Zu-Taste ist kaputt. Rollstuhl. Oh, er kommt zurück. Ah. Gucken, ob wir sie alle erwischen hier. Ja, nicht wirklich. Die wachsen auf der Matratze. Und hier regnet's. Das merke ich jetzt erst. Hier regnet's drin. Merkt ihr das? Ah, und ich habe meinen Poncho nicht mitgenommen. Hui, ey, warum wachst ihr denn? Was? Es ist nass vom Regen. Ja, das haben wir schon festgestellt, Henry. Aber danke. Was haben wir hier? Oh, jetzt liegt da auch noch eine Leiche mit drauf. Das ist schon irgendwie stylisch. Ich glaube, das lassen wir nur. Ne, das lassen wir nicht. Wir wollen sie alle töten. Zack. Zack. Vielleicht entdecken wir hier was. Es ist die Leiche eines Mannes. Wow. Unser scharfsinniger Henry ist ja Verkehr wie auf der Autobahn. Meine Güte. So, die nächste Tür. Oh, was haben wir hier? Oh nein. Ja, sieht aus wie eine Frühchenstation. Was, dieses lange Ding? Was zum Teufel ist das? Eine Art Nabelschnur? Ih, diese Schläuche, die hier runterhängen, meinte. Oh, wie lang das ist. Ah, ist ja abartig. So, gehen da jetzt. Oh. Auch geil hier, Gummizelle mit Haken an der Wand. Huch, was haben wir denn hier? Da hängt eine Leiche drunter. Dieser furchtbare Geruch, was ist hinter diesem Tuch? Eine Leiche. Hoffen wir mal, dass es nicht Eileen ist. Oh, verdammt. Meine Fresse. Das ist ja echt Verkehr, das ist ja unglaublich. Oh, hier ist die Kamera wieder gemein. Da gucken Füße raus. Was soll denn das darstellen?
gibt's auch nichts, so ein Mist. So, oh, Henry guckt. Jemand hat das Bett wohl kaputt gemacht. Oh, oh, ein Drink. Juhu! Haben wir hier noch was? Liegt da was? Da liegt was. Nee, da liegt nichts. Na gut. Oh, verdammt. Diese scheiß Rollstühle fahren mich da einmal über den Haufen. Was haben wir jetzt? Aha. Okay, was soll das jetzt sein? Da haben wir einen Schlüssel drin, wenn ich das richtig sehe. Den Krankenzimmerschlüssel. Im Krankenhaus gefundener Schlüssel. Es ist wahrscheinlich der Schlüssel zu Eileens Krankenzimmer. Juhu! Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Müssen wir hier noch was reinlegen? Wir benutzen einfach mal den Schlüssel. Sie haben den Krankenzimmerschlüssel verwendet. Ja, falsch. Geht doch. So, wie viele Türen da noch sind. Huch. War strange. Da sind Viecher drunter, die erreichen uns aber nicht. Was für komische Räume hier sind. Das ist ja voll geil. Noch ein Drink, hä? Jawohl. Ja, fett. Es ist ein steriles Zimmer. Welches ist das sterile Zimmer? Das ist auf keinen Fall. Das sieht ja voll verschimmelt aus hier. Oh, ja. Scheiße. Ja. Macht mich doch alle fertig. Schon wieder so eine Gummizelle. Ah, ein Golfschläger. Sieh mal an, ein furchtbarer Gestank geht von dem zerbrochenen Loch aus. Ja, was da jetzt wohl drin ist. Ach, herrlich, ne? Eine Scheibe mit Tesafilm geflickt und wir haben nebenbei Eisen 4 eingesammelt. Auf der anderen Seite was? Das Glas ist zerbrochen. Ja, kann man nichts machen. Ich kann jemanden jenseits des Metallnetzes sehen, aber er bewegt sich nicht. Ist das eine Leiche? Ich sehe es jetzt nicht so gut wie du. Und ach, hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir gerade. Das heißt, wir können schon wieder eins weiter. Gibt's noch nicht mal was? Schnell wieder raus. Alter Schwede. Ah, hau ab. Oh, hier wieder geile Atmosphäre drin. Oh Mann, das stinkt ja höllisch. Was zum Teufel ist das? Das sieht wieder aus wie irgendwelche Körperteile, die schon ziemlich heftig bearbeitet wurden. Was haben wir hier? Da hängen Fotos an der Wand. Ja, sehe ich auch. Da sind einige Röntgenaufnahmen an der Tafel befestigt. Sind das Eileens Röntgenaufnahmen? Oh, wir finden was. Da liegt eine Röntgenaufnahme auf dem Boden. Eileen? Na gut, das war's dann auch schon wieder. Sie haben den Krankenzimmerschlüssel verwendet. Gut, da haben wir Eileen drin, da gehen wir gleich rein. Komm, einer geht noch, oder?
wusste ich's doch. Da geht noch einer. Jetzt ist er tot. Ja, noch ein steriles Zimmer mit einer Leiche drin. Schnell wieder raus hier. Oh, jetzt haben wir gleich zwei. Müssen die irgendwie gleichzeitig treffen. Boah, oh. Oh, steht die andere wieder? Wo ist die andere? Ach, da liegt sie. Wird doch noch. Diese Mistviecher. Ja, auch wieder raus. Ich glaube, da gab es nichts. So, 6 Türen haben wir noch. Ein Heiligenmedaillon, das nehmen wir mit. Das schützt uns vor Geistern. Das finde ich praktisch. Ein angenehmes, weiches Nachmittagslicht kommt durch das Fenster herein. Tickt die Zeit hier anders oder ist es eine Art Licht vom Himmel? Das weiß keiner. Was ist denn das? Der Schatten kommt vom Rollstuhl. Da sitzt einer drauf. Seht ihr das? Also der Schatten ist ziemlich schlecht. Aber ich glaube, das soll darstellen, dass da einer drin sitzt. Oh, und Munition. Na klar, die nehmen wir mit. Dankeschön. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, wenn ich hier alle Zimmer noch in dem Part haben will. 4 Stück noch. Vertrocknete Blumen. Okay. Eine Heiligenkerze, die nehmen wir auch sehr gerne mit. Die können wir nämlich später noch gut gebrauchen. Und noch 3 Zimmer. Das kommt gleich dran. Tabletten. Hier sind viele Medikamente, aber ich weiß nicht, wozu sie dienen. Es ist eine Art Haut, es stinkt furchtbar, es steckt etwas drin. In der Mitte der Haut, auf der Innenseite, hängt noch etwas Fleisch. Oh, Munition. Ja, ekelhaft. Ey, und da sind Spritzen drin. Ah, widerlich, wirklich widerlich. Oh, und hier sind wir ganz langsam. Alter Schwede. Dankeschön. Ah, was ist denn das für ein ekelhafter Schleim hier? Meine Fresse, schnell wieder raus. So. Ich glaube, es war hier. In diesen Raum wähle ich aus für das Schlussbild dieses Parts. Die Sounds sind schon ganz merkwürdig. Und what the fuck? Es ist Eileen. Eileens Kopf. Tja, und über diesen Raum gibt es natürlich auch viele Spekulationen. Wozu dient er? Warum ist er da? Was soll es darstellen? Was für eine Fantasie von Walter könnte das sein? Und einige behaupten, es geht hier um die Geburt von Walter. Da er ja Eileen als seine neue Mutter erkennt, zumindest der junge Walter, könnte es sein, dass dieser Raum eine perverse Darstellung der Neugeburt sein soll, was auch immer. Naja. Ich beende diesen Part hier neben Eileens dicken Kopf mit ihrem Psychoblick. Wünsche euch damit noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bye bye, euer Langster.